Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wie ihr seht, ist es heute direkt Nacht und ich habe mir gedacht, wir verkloppen heute mal ein paar Monster. Denn wir brauchen ja das ein oder andere Item von den Monstern und dazu verkloppen wir die einfach mal ein bisschen und schauen, ob wir die Items bekommen, die wir brauchen. Mit unserer Rüstung sind wir ja im Moment relativ gut ausgestattet. Ja, sie ist nicht die beste Rüstung. Dia wäre natürlich besser. Aber die Dias sparen wir uns jetzt erst einmal für andere Dinge auf. Gut, was haben wir denn bekommen alles? Ah, ein Zombie, also ein Skelettkopf. Ja, ist nicht schlecht. Kann man machen. So, hier haben wir noch eine Spinne und ein Skelett. Jawohl. Mit dem Tierschwert geht das ja Gott sei Dank relativ hurtig. Zack. Ein paar Schläge und die Gegner sind down. Ein Enderman wäre eigentlich ganz geil. Den würde ich ganz gerne verkloppen. Aber vielleicht ist gerade kein Enderman da, weil es regnet. Die haben ja Angst vor Wasser und ich weiß nicht, ob das für Regen auch gilt. Aber das kann natürlich sein. So, was haben wir jetzt bekommen? Ah, eine faire Essenz. Okay, Spinne. Lass mich in Ruhe. Nein. Danke. So, hier haben wir einen Skorpion. Wie viele Leben hat der? Sollen wir es riskieren? Ja, im Notfall fliegen wir einfach weg. Ja, easy. Oh, wir sind vergiftet. Aber kein Problem. Haben wir gut überstanden. So, was haben wir da eigentlich bekommen? Ah, Chitin. Okay, keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Aber wird sicher nochmal nützlich sein. Gut. Fliegen wir ein bisschen weiter. Was haben wir da? Ein Wolf haben wir da. Ich würde den ganz zähmen, aber ich habe halt keine Knochen dabei. Diese Zombies möchte ich gerne vermöbeln noch. Also, möchten. Ich bekämpfe sie halt. Okay, eins. Na komm. Danke. Zack. Wow, was war das für ein Schlag, dass es 18 Damage gemacht hat? Was bist du denn? Oh, ist ein Werwolf? Oh. Ich bin mal weg. Also ist zumindest ein W-Wolf, aber keine Ahnung, was das heißt. Und ich habe mal wieder vergessen, den Timer zu starten. Woo! Ach ja. Ich weiß nicht, wann ich mir das endlich mal merken werde. Upsi. Das hat einiges in die Luft gesprengt, ja. Tick. So, was haben wir denn? Ich frage mich, wie ich diese Zombie-Chunks bekomme. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Denn die brauchen wir ja für die Mob-Essenzen dann. Zack. Zack, zack, zack. Ja, okay. Legen wir uns mal schlafen. Endermänner werden, schätze ich, jetzt mal nicht mehr auftauchen. Hm. Naja, vielleicht in der nächsten Nacht. Schauen wir mal. Gut. Ich schaue nochmal schnell in den Digital Miner und sortiere die Sachen in mein EMI-System, beziehungsweise lasse es durchschmelzen. Hoppla. Da ist auch schon das Inventar voll. Zack. Up, da haben wir noch das drin. Aber ich wollte eigentlich hier rein. Legen wir das hier rein. Das hier. So, was können wir noch reinlegen? Eh nichts. Gut. Das legen wir hier rein. Zack, zack, zack. Ich frage mich halt echt, wie ich an diese Chunks komme, von diese Mob-Chunks. Schauen wir mal kurz. Chunk. Genau, diese hier. Also die hier eins Mob-Chunks kriege ich ja, indem ich einen Zombie durchschmelze. Also ein Zombie-Chunk. Ja, gut. Aber wie kriege ich diesen Zombie-Chunk? Das ist das Problem. Drop-Chance. 30%.
Von einem Zombie wahrscheinlich. Naja. Naja. Okay. Müssen wir schauen, wie wir da rankommen. Jetzt essen wir nochmal schnell was und legen uns. Oh, es ist schon wieder Tag. Nice, brauchen wir uns gar nicht mehr schlafen legen. Gut, hier haben wir nochmal zwei Potatoes, die wir rausnehmen können. Ich jetzt eine zurückgelegt? Nein. Oh, okay. Eine Potato, die wir rausnehmen können. Ja, das muss ich halt alles erst einspielen. Wenn das dann alles bepflanzt ist, dann haben wir viel mehr Erträge. Gerade was Kartoffeln angeht, haben wir dann sicher viel mehr Erträge. Gut. Dann, was machen wir heute? Schauen wir mal. Ich würde ganz gerne mal meine Bandagen nehmen. Plastic Bandage. Und mal kurz nochmal runtergehen zu dem Mikroraptor-Fossil und das hier abbauen. Denn ich hätte ganz gern so einen kleinen Gefährten, nämlich diesen kleinen Mikroraptor. Das wäre ganz nice, wenn ich den als Gefährten hätte. Weil der sitzt, also das ist halt so ein kleiner fliegender Dino. Und der sitzt halt dann immer auf deiner Schulter, wenn du willst. Und das ist halt irgendwie ganz süß. So, wo bin ich jetzt eigentlich reingekommen? Wow, ich komme rein und schon habe ich den Ausgang wieder verloren. Egal, wir haben da drüben ja einen Eingang. Okay. Da nicht lang. Hier lang. Hier muss ich lang. Jawohl. Schätze ich, oder? Hier rüber. Nee, wo war denn das jetzt? Hey, jetzt bin ich schon komplett dumm. Wo ist das blöde Mikroraptor-Fossil? Da hinten. Komme ich da hin? Wie komme ich dorthin? Also vielleicht in die Richtung weiter. Das ist vielleicht. Ah, vielleicht. Ja, okay. Wahrscheinlich muss ich so hier so durch. War das nicht so? Ja, genau. Hier war die Schlucht vom Mikroraptor-Fossil. Hier, dann ändern wir das mal schnell. Packen das ein. So, und bauen das mit der Deer-Pickaxe ab. Tick, 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 tick. Ein Mikroraptor-Fossil nur. Okay, gut. Aber damit geben wir uns ein zweimal zufrieden. Shit. Das war knapp. Ein zwei geben wir uns damit mal zufrieden und schauen mal, ob wir da was rauskriegen können. So, wie war das jetzt nochmal? Da, das gebe ich hier rein, wenn ich mich nicht alles täuscht. Nein? Ah nein, in die Cleaning Station gebe ich das rein. Ah ja, genau. Da brauche ich ein paar Kübelchen Wasser. Habe ich da noch? Einen Bucket drinnen. Ein Bucket. Ja, habe ich sogar noch. Sehr gut. Nehme ich den mal. Gebe das in die Cleaning Station hinein. Kann ich hier rausnehmen? Ja, her damit. Zack. Und rein damit. Genau. Sehr gut. Das sollte auf jeden Fall auch reichen. Dann hoffen wir einfach, dass wir was Gutes rauskriegen. Genau, und das hier und das muss ich jetzt hier reingeben. Und da hoffen wir jetzt, dass wir ein Soft Tissue rauskriegen aus dem ganzen Zeug. Schauen wir mal. Bitte, 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 bitte. Hat es funktioniert? Nein, wir haben Bomben rausbekommen. Danke dafür. Ärgerlich. Naja, macht nichts. Das können wir in unsere Farming Station reingeben. Wir können aber. Oh, hier haben wir wieder ein paar Dinger, die wir rausnehmen können. So, zack, zack, zack. Jawohl. Das ist natürlich super, wenn das alles so schnell geht. Ihr seht schon, hier breiten sich schon langsam die Kartoffeln aus. Und wir machen weiter. So, naja, mit den Dinos klappt das ja noch nicht ganz so gut. Was haben wir denn eigentlich für Soft Tissues bekommen? Soft Tissue. Wir haben vom Brachiosaurus. Ja, gut, da können wir nicht viel damit anfangen.
Okay. Ja, 100% Chance kriegen wir bei dem, okay. Und bei dem ist die. Aha. Bei dem ist auch eine 100%ige Chance. Alles klar. Na, dann schauen wir mal, ob wir irgendwann noch so ein Mikroraptor-Fossil finden. Aber ich fürchte, mit dem kann man das nicht abbauen, ne? Also vielleicht, wenn wir den Silk Touch reingeben. Kannst du mal kurz Stopp machen. Start. Stopp. Reset Config. New Filter. Or. Or. Dann warte mal. Fossil. Da. Mikroraptor Fossil. Mikroraptor. Upsi, da. Upsi, groß geschrieben. Mikroraptor Fossil. Geht das? Nein, geht nicht. Okay. Vielleicht or Fossil. Geht das? Nein. Was haben das für eine Idee eigentlich? Fossil hat Fossil Block. Okay, warte mal. Or Fossil Block. Nein, geht auch nicht. Gut. Also durch den können wir das vielleicht schon noch abbauen lassen, aber dann durch dieses hier vielleicht. Oder Item Stack, wahrscheinlich dadurch. Fuzzy Mode on. Yes, no. Require replacement, no. Okay. Also wenn wir ein Mikroraptor-Fossil finden, bräuchten wir eine Silk Touch Pickaxe. Wir starten das gleich nochmal. Die Energie bleibt auf gleich, jawohl. Und wir haben weitere 4 Dias bekommen. So, zack, das gehen wir mal rein. Das können wir hier durchlaufen lassen. Halleluja, das kommt ja gar nicht hinterher. Okay, also Eisen. Für Eisen haben wir auf jeden Fall nochmal ausgesorgt. Gut, Leute, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wirklich was weitergebracht haben wir dieses Mal nicht. Allerdings haben wir ein paar Monster gekloppt und das Mikroraptor-Fossil durchlaufen lassen. Leider keine DNA, also kein Soft Tissue bekommen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis dann und ciao.